Ich muss zurück in die Bedrooms, denn Freddy Fazbear wurde dort gesehen und möchte alle Leute töten. Ja, Leute, da bin ich wieder. Was geht ab bei euch? Ich ziehe mir nämlich meinen Backrooms-Anzug an. So, zack. Und gehe jetzt in die Backrooms rein, denn mir ist etwas zugetragen worden. Und zwar soll angeblich Freddy Fazbear, also von Five Nights at Freddy's, hier drin leben in den Backrooms. Und wir gucken erstmal, ob es sich etwas verändert hat. Beziehungsweise wir kennen es ja. Wir wissen ja, dass hier Obunga irgendwo auch noch lebt. Okay, was ist hier? Das hat sich... Warte mal, ist das nicht Foxy von Five Nights at Freddy's? Das könnte die doch sein, oder? Lol, das ist sie und wer bist denn du? Ja, hallo, ich bin's, der alte Jenkins mit der Trinkermütze. Jenkins, ich sag mal, ich kenne dich doch von SpongeBob. Du bist doch eigentlich in so einem Stadion, oder nicht? Ja, ganz richtig. Aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Freddy Fazbear ist hier in den Backrooms. Ja, deswegen bin ich auch gerade hier. Ich bin auch gut ausgerüstet, Jenkins. Guck mal, ich habe einfach einen Lava-Eimer aus Minecraft dabei. Und nicht nur das, ich habe einfach auch noch andere coole Sachen dabei. Wie zum Beispiel eine Uzi. Willst du mal die sehen, wie krass die ist? Ja, habt ihr den Stuhl gesehen? Ja, das ist ja schön, sag mal, aber quatsch mich nicht dicht, ey. Pass mal lieber auf, dass Freddy dich nicht trifft. Okay, alles klar. Ich werde schon vorsichtig sein. Vielen Dank. Okay, Leute, was ist noch anders? Guck mal, die Arbeiter sind hier noch. Hallo. Sie arbeiten hier mittlerweile noch. Ja, okay. Will der irgendwas von mir, Leute? Der sagt irgendwas zu mir. Was ist in diesem Koffer drin? Sie sind es schon klar, dass Freddy Fazbear hier irgendwo ist, ne? Sehen Sie zu, dass Sie sofort abhauen. Sie sind nicht berechtigt, hier zu sein. Ich bin berechtigt. Ich gehe jetzt hier auch nicht mehr weg, ne? Also, ich wollte mal sagen, guck mal hier. Ich kann hier, ich bin hier Maler. Ich muss hier nämlich die Backrooms neu streichen. Deswegen darf ich hier sein. Ich bin nicht auf der Suche nach Freddy Fazbear. Du darfst nur hier sein, wenn die Leute jetzt sofort ein Like auf diesem Video da lassen. Leute, ihr habt's gehört. Ihr müsstest tun, like dieses Video. Dann darf ich hier drin bleiben. Alter. Oh mein Gott. Okay, korrekt. Wirklich. Wir gehen weiter, Leute. Was haben hier vorne. Hallo, was geht? Jüngchen, wenn ich du wäre, würde ich abhauen, bevor Freddy dich findet. Was reden alle hier von Freddy? Sag mal, ja, der ist gefährlich, ich verstehe ja schon, aber so gefährlich kann der doch gar nicht sein, sag mal. Vertrau mir, der ist mega gefährlich und jetzt weg hier. Okay, alles klar, Leute, also irgendwas stimmt mit den Leuten hier doch nicht. Die haben echt Angst vor Freddy, habe ich das Gefühl. Und ich frage mich auch, wo glaubt ihr, Leute, würde sich der aufhalten hier bei den Backrooms? Irgendwo bei dem Monster, bei dem Backrooms Monster. Ich weiß, dass hier vorne irgendwo, für die Leute, die die letzte Folge nicht verpasst haben, guckt die auf jeden Fall. Oh, hallo. Dann weiß ich auch, dass hier vorne eine Leiter ist. Da können wir nämlich einmal durchgehen. So, und zwar sind wir jetzt hier in diesem Waschsalon, wir sind in diesem Schwimmbadraum. Und hier gibt es nämlich zwei Wege. Einmal in diese Richtung und einmal in diese. Und letztes Mal sind wir hier in diese Richtung gegangen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo kommen wir raus, wenn wir hier in diese Richtung laufen. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass Freddy hier irgendwo ist. Deswegen halte ich hier auf jeden Fall schon mal die Kanone bereit. So, und ich habe nämlich was gehört, und zwar können wir hier angeblich untertauchen. Ja, ist das hier? Nee, das ist hier nicht. Irgendwo können wir untertauchen, dann können wir was aufsprengen. Guck mal, Leute, hier unten im Wasser ist einfach so ein Auto, und das werde ich jetzt mal hier aufsprengen. So, und Feuer. Und dann mal gucken, was passiert. Ist jetzt hier, kann man jetzt hier irgendwas sehen? Seht ihr hier irgendwas? Gar nichts, ne? Nee, okay, also anscheinend ist da... Yo, was ist das denn da? Das ist doch dieses Monster aus Roblox Doors, oder nicht? Guck mal, wie sieht das denn aus da? Auf einmal kommt dieses Monster aus Roblox Doors. Ja, moin, warte mal. Wo ist es? Was ist das denn da hinten noch? Da ist ja noch mehr. Hallo, bitte nicht weiter als so gehen. Letzte Warnung, bitte nicht weiter als so. Okay, nochmal so. Oh Gott, hauen Sie bitte ab. Oh Gott, Leute, das Monster kommt. Guckt euch mal an, wie es einfach aussieht aus Roblox Doors. Oh nein, es läuft drauf und... Es explodiert nicht. Ah, boom, yo, nochmal, boah, mein Gott, geht das überhaupt kaputt? Und da hinten ist nämlich auch irgendwas, seht ihr das? Ist das von Freddy? Das könnte von Freddy sein, ne? Oh mein Gott, was macht der denn da für Faxen? Okay, jetzt weg. Aufzug, alles gut, kriegst mich nicht. Leute, wir können einfach hier in den Aufzug rein, dann kriegt mich dieses böse Monster nicht. So, machen wir einfach so. Du kriegst ihn nicht. Oh Gott, Leute, jetzt aber schnell weg. Hier nach oben einfach fahren. Alter, okay. Wir sind eine Etage weiter. Aber diesen Weg hier kenne ich ja bereits. Jetzt eine Frage. Können wir hier irgendwo Türen öffnen? Können wir hier irgendwo vorher schon raus? Oh, Leute, da wird einem ja schwindelig, wenn man so zuguckt. Guck mal, wie das aussieht. Oh, yo. Alter, mal ganz kurz Speed Travel gemacht. Und hier geht's jetzt weiter, ne? Das soll angeblich die Raw Backrooms sein. Warte mal, hier hinter vielleicht? Ne, ist nur ein Schild. Das sollen einfach die Backrooms sein, wo noch nichts gestrichen wurde, ne? Also die Raw Backrooms. Und jetzt bin ich mal gespannt. Oh Gott, ganz schön dunkel. Diesen Raum hier, den kennen wir auch schon. Hier muss man weitergehen können. Aber das ist nicht alles, Leute. Wo kommen wir jetzt hier hin? Sind wir im Kreis gelaufen? Ich schwöre euch, es geht hier irgendwo weiter. Es geht hier weiter. Es kann sein, dass Freddy jetzt hier irgendwo ist, ne? Hallo, sind hier... Oh mein Gott.
Straße geschlossen, wieso ist hier so ein Zeichen auf einmal? Es könnte sein, dass Freddy ja jede Sekunde irgendwo auftaucht. Da ist, durch diese Tür sind wir ja eben raus, ne? Da ist die Tür, ja. Okay, also können wir hier lang laufen. Oh Gott, hier ist so ein Stuhl schon, ne? Ihr wisst selber, dass Chica auch auf dem Stuhl saß. Oh Gott, am Anfang. Ich weiß nicht, dass Chica war oder jemand anderes. Schreibt mal die Kommentare, Leute, wenn ihr erkannt habt, wer das sein sollte auf dem Stuhl. Geht weiter. Bist du ganz schnell hier? Hast du gehört gerade? Vorne? Kam da was? Ist hier was in die Ecke? Nö, okay, alles gut. Aber, oh mein Gott, ein rotes Licht, ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass der jetzt hier jede Sekunde auftauchen kann, ne? Vielleicht hier... Ich höre doch hier irgendwas. Vielleicht hier vor... Da ist was kaputt! Oh mein Gott! Das Bergungsmonster, Leute! Oh Gott, lauft! Nein. Oh mein Gott. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. Oh Gott, lauft, 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 lauft. Wie machen wir es am besten? Wir machen... Also, das ist nicht Freddy Fazbear, das ist das Bergungsmonster und es kommt auch ganz schnell auf mich zu. Bitte! Lass mich, Bergungsmonster! Okay, ich glaube, es hat vergessen, dass ich hier bin. Sackgasse! Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Oh Gott, es brennt, es brennt. Warte, das kann ich kurz löschen, das kann ich kurz löschen. Machen wir mal den hier. So! Und kurz diese, den Brand hier löschen. Oh mein Gott, haben wir das Bergungsmonster erwischt? Nee, es ist aber wieder abgehauen, Leute. Oh, aber wo ist es hin? So, und gelöscht, alles gut. Da ist noch so ein Stuhl. Leute, es muss doch hier locker irgendwo rausgehen. Es gibt doch locker hier irgendwo einen Geheimweg. Das kann doch nicht einfach nur diese Tür sein, die man da sieht. Also ich meine, hier durch diese Tür zurück ist ja auch... Ja, oh, ist das Bonnie? Ey, das ist doch Bonnie, oder nicht? Ich meine, durch die Tür hier zurück ist auch der falsche Weg. Bonnie mit der Gitarre, Leute. Und das glaube ich nicht. Die ist hier einfach bewusstlos Bonnie. Oh mein Gott, okay, wir sind auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Spur, Leute. Aber wo Freddy ist, weiß ich auch nicht. Und wo dieses Bergungsmonster ist, weiß ich auch nicht. Das ist Freddy. Freddy, was geht? Alter, auf einmal ist hier Freddy. Leute, guck mal, bei ihm geht's gar nicht gut. Freddy? Oh mein Gott, okay, er ist übel schwach, Leute. Ich mach ihn mal los, ich mach ihn mal los. Er sieht auf jeden Fall nicht nach einer Bedrohung aus. Oh Gott, das war ein bisschen falsch. Machen wir hier einmal. Losschneiden. Ja, so, sehr gut. Freddy, ist alles in Ordnung mit dir? Oh mein Gott, Leute, guck mal, hier geht's gar nicht mehr gut. Er ist einfach noch bewusstlos. Ich habe ein bisschen Angst, wenn der aufwacht, dass der dann mir irgendwas antun will. Deswegen lass uns einfach mal direkt hier abhauen, Leute. Guck mal, da liegt der einfach und da ist einfach Bonnie. Ich glaube, wir müssen den Weg nehmen, wo wir sozusagen... Hä? Oh mein Gott. Noch ein Freddy? Das stimmt hier nicht, Leute. Die ist doch irgendwie... Das könnte doch eine Falle gewesen sein, gerade eben mit dem Schild, dass man sich da aufhält. Wir müssen da lang laufen, wo das Bergungswasser ist, wo das herkam. Locker bewacht ist hier den Ausgang. Hä? Was ist das? Wer ist das denn hier? Also Foxy, guck mal. Hier. Foxy war am Start. Leute, wie krass. Die sind hier wirklich mit den Five Nights at Freddy's Charakteren, aber die machen ja gar nichts. Es ist, als wären die alle benebelt worden von dem Bergungsmonster oder so. Oh mein Gott, jetzt werde ich... Oh, jetzt. Warte, ich kann nicht schnell ein Seil spannen. Seil spannen, Seil spannen, Seil spannen, Seil spannen, Seil spannen. Oh, oh Gott, schnell unten drunter durchklappern. Ja, hier, Seil spannen, Seil spannen. Bitte, bitte fall um, bitte fall um. Es kann da einfach durchlaufen. Ich glaub's halt einfach nicht. Und jetzt, ich muss irgendwie... Oh mein Gott. Ich muss irgendwie auf das Monster, ich muss es weglocken, ich muss es weglocken. Hier, beschäftige dich mit Fairy, mit Freddy, mit Fairy oder Perry oder... Oh mein Gott, was rede ich? Warte mal, warte mal. Hier, nimm das. Zu spät, zu spät, zu spät. Oh mein Gott, ja. Oh Gott, ist er überlebt. Ich glaub's nicht. Wo lang, Leute? Zurück, 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 zurück. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir könnten jetzt hier ganz schnell alles dicht sprengen. Au, alles dicht sprengen und jetzt hier schnell langlaufen, bevor das Monster kommt. Oh Gott. Hier lang? Ne, auch nicht. Als wenn hier eine Sackgasse ist, Leute. Ich kann es nicht glauben, aber wo kommen wir denn hier lang? Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Okay, hier war das Monster anscheinend auch. Ich dachte, das werde ich mit einer Explosion kaputt gemacht. Aber nein, anscheinend war das Monster hier auch. Hier jetzt lang oder was? Yo, da ist das Auge. Ist das Auge aus Dwarfs oder nicht? Oh Gott, und ich habe ein bisschen Angst, dass das Monster da hinten gleich direkt kommt, ne? Hier geht's raus. Leute, oh mein Gott, hier geht's raus. Okay, und runter. Sehr stark. Wir sind wieder eine Etage weiter unten. Sehr schön. Okay, ist das jetzt die Etage, wo die Leute arbeiten oder wo ich am Anfang schon war? Und das ist jetzt irgendwas anderes. Also, hier ist die Leiter. Ich höre was. Da war eben gerade irgendein komisches Geräusch. Da ganz hinten irgendwo. Oh Gott. Halt bloß die Augen auf. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Freddy jetzt hier am Start ist. Leute, habt ihr irgendwas mitbekommen oder ist alles gut bei euch? Oh Gott, er hat irgendwas gesagt mit Freddy. Ich hab ein bisschen Angst, dass der jetzt hier jede Sekunde irgendwo auftaucht, Leute. Oh mein Gott, das ist ja sogar. Ich glaube, ich hab doch gerade gesagt vor einer Sekunde. Raus, 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 raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er macht das kaputt. Er macht das da kaputt, seht ihr das? Sein Arm guckt schon durch. Alter, ich hab so keinen Sound gerade.
Richtung zittern. Auf einmal kommt er da aus und ich sag mal, auf einmal kommt er da einfach raus. Ich bin voll erschrocken, Alter. Oh Gott. Er hängt da gerade einigermaßen fest, Leute. Ist gut, ist gut. Wir können hier weiter, wir können hier weiter. Ich habe ein bisschen Angst, dass der jetzt gleich da durchkommt. Also ich glaube, wir müssen jetzt hier ziemlich zeitnah abhauen, weil ich könnte mir vorstellen, dass er hier durchkommt, oder? Kommt er da? Freddy? Oh Gott, ich glaube, wir sind sicher, Leute. Ich glaube, hier ist gar nichts mehr. Oder hier? Oh, nein. Hier ist ganz schön viel kaputt. Was hier los? Hallo? Hallo? Ah, da sehe ich doch schon eine Hand da oben an. Die sitzt doch sehr... Oh Gott! Oh Gott! Kommt der? Oh nein, Leute. Hallo, Freddy! Oh Gott, der kommt! Alter, auf einmal war er da wieder für eine Sekunde. Guck mal, der läuft da anscheinend gegen die Wand die ganze Zeit. Ich muss wieder in die Backrooms rein. Oh mein Gott, jetzt habe ich ihn ausgesperrt. Jetzt muss er auch erstmal da durchkommen, ne? Alter, da hast du keine Chance, hä? Was machst du jetzt, Reddy? Oh, was passiert? Oh. Guten Morgen, Leute. Was geht? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Schon wieder, sag mal. Und was läuft hier für ein Film? Da läuft ja gefühlt gar nichts. Das Leinwand ist einfach leer. Wo bin ich? Was hat das zu bedeuten? Hier bin ich, glaube ich, nicht eingeschlafen, oder? Hallo? Wie sind hier so gelbe Anzüge? Guckt euch die mal an, wie komisch die aussehen. Das sieht mir alles ganz, ganz komisch aus. Yo, was ist denn das für ein Raum hier? Sag mal, ich wache hier auf einmal bin ich hier irgendwo und nirgendwo. Hier ist doch so ein Fahrstuhl, damit kann man doch da oben irgendwie anscheinend zur Steuereinheit hochfahren. Und was ist das hier? Yo, ich bin in den Backrooms, Leute. Was ist denn jetzt los? Ich bin einfach in den Backrooms. Hi, Sida, was geht, was geht, was geht? Wo bin ich hier gelandet? Wie bin ich hierher gekommen? Verschwinde sofort aus den Backrooms oder das Monster sucht dich. Du hast außerdem auch keinen Anzug an. Oh Gott, ja, ich habe echt keinen Anzug an. Aber ich meine, Leute, ihr seht es, ich habe einfach nur einen schwarzen Pullover an. Vielleicht hätte ich mir da lieber einen anziehen sollen. Was macht ihr hier? Wie bin ich hierher gekommen? Kannst du mir das erklären? Hallo, ich rede mit dir. Ich habe dir doch eben schon gesagt, du sollst abhauen. Das ist hier nicht sicher für dich. Wieso bist du überhaupt hier? Ja, genau das frage ich dich ja gerade. Oh Gott, Leute, die messen hier anscheinend irgendwas. Ich habe noch nie Leute gesehen, die in den Backrooms wirklich gearbeitet haben. Da ist ja noch einer, guck mal. Yo, was machen die? Alter! Der eine hat den anderen gerade gekillt einfach. Habt ihr es gesehen? Ich habe nichts gesehen. Ich sag auch nichts. Es tut so, als wäre gar nichts. Guck mal. Alter, was war denn da gerade los? Okay, da ist noch einer. Vielleicht ist der Korrekte. Hallo, können Sie mir bitte verraten, was ist hier los? Untersuchen Sie und wie komme ich hier wieder raus? Jüngchen, ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber aus den Backrooms abzuhauen? Keine Chance. Außerdem ist das böse Obunga-Monster hier irgendwo. Pass bloß auf. Das böse Obunga-Monster? Okay, also ja, ich meine, ich will einfach wieder zurück in da hinten, oder nicht? Damit ich wieder rauskomme. Und das Obunga-Monster, Leute, was war nochmal das Obunga-Monster? Das war doch dieses komische, gruselige Gesicht, oder nicht? Alter, einfach die Backrooms, wie krass. Ich gehe einfach wieder zurück, ne? Ist doch gar kein Problem. Hä? Was ist das denn? Hä? Ich kann hier nicht durchgehen. Als wäre das Portal zu. Hilfe! Hallo. Ich kann hier nicht durch. Als wäre jetzt hier einfach das Tor zugegangen. Hallo? Wieso kann ich dann jetzt nicht mehr zurück? Sag mal, was ist denn das jetzt? Ich bin hier einfach eingesperrt, sag mal. Unglaublich. Oh mein Gott. Was ist das denn da? Das ist doch das Obunga-Monster, was er gerade meinte. Vorsicht, Leute, das Obunga-Monster kommt hier. Oh Gott. Da ist es. Oh nein, wo ist es jetzt? Guck mal, da hinten ist es. Alter, wie es sich versteckt vor mir. Das ist doch das, was wir schon mal bekämpft haben, wo ich dachte, das hätte ich eigentlich aufgehalten. Dann kommt es. Alles gut, Leute. Ey, das macht da hinten einfach gerade alles kaputt. Und was ist das denn da? Da ist ja eine Leiter. Schnell vorbei. Leute, ihr müsst hier keine Proben mehr nehmen. Passt auf, da ist das Obunga-Monster. Yo, was ist da denn gerade lang geflogen? Sag mal. Alter, auf einmal fliegt da irgendwas lang. Oh nein. Es ist hier irgendwo, Leute. Ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt hier jede Sekunde rauskommt, ne? Zwischen diesen ganzen Gängen hier irgendwo. Oh mein Gott, da! Da ist es. Oh nein. Es kommt! Rein hier, schnell! Oh Gott, Leute, ich bin drin hier im Gang. Guck mal, da ist das da unten. Da wartet das noch. Oh Gott, krabbeln durch den Gang hier und raus. Alter, was sind denn das für krasse Räume hier? Sag mal, auf einmal ist das hier einfach so ein Backrooms-Raum? Kann ich da vorne jetzt einfach durchgehen? Oh Gott. Ich höre irgendwelche Schreie über mir oder so. Hier muss noch ein Monster sein. Wahrscheinlich das normale Backrooms-Monster. Okay. Ich denke, man muss hier vorne lang, oder? Ich glaube, Obunga folgt dich. Alter, da steht einfach ein Auto im Pool. Das ist da hinten. Das ist Obunga. Alter, er guckt mich genau an. Ich kann mich gar nicht bewegen. So Angst habe ich vor dem. Okay, schnell hier hoch. Alter, auf einmal kommt er da angefahren. Leute, was war mit dem los, mit diesem Monster? Das ist ja übelst gruselig. Ich will doch hier einfach nur raus. Was ist denn das für ein Gang? Alter.
Da kann ich ja meinen Kopf, da muss ich ja meinen Monitor, meinen Kopf irgendwie drehen, sag mal. Was stimmt mit diesem Gang nicht? Jetzt ist einfach alles auf dem Kopf hier. Was ist das für ein gruseliger Raum? Und hier ganz am Ende eine Tür. Warte mal, hier sind noch mehr Türen. Die geht nicht auf, die geht auch nicht auf. Es geht nur diese hier auf, okay. Oh nein. Oh nein, das mag ich mir gar nicht angucken hier. Das sieht auch schon wieder ganz, ganz gruselig aus. Ist hier vielleicht irgendwas versteckt, Leute? Ich habe keinen Plan, wie ich hier rauskomme. Ich gehe jetzt hier einfach mal überall durch die Türen. Hä? Oh Gott, das ist ein Lichtschalter, okay. Ich kann doch hier einfach mich durchbrechen. Jetzt bin ich wieder in den Backrooms drin, oder was? Oh nein, okay, ich habe auf jeden Fall die goldene Hand, den goldenen Handschuh hier dabei, damit ich zur Not, bam, alles zu Gold machen kann. Was ist das da? Da ist irgendwas abgesperrt? Ich höre doch hier schon wieder irgendwas. Ich höre doch hier irgendwas, hier geht was kaputt. Hä? Okay, hier ist einfach so ein Stuhl auf dem Boden, alles klar, den machen wir mal ganz kurz zu Gold. Und wo geht's hier lang? Oh mein Gott, das Backrooms-Monster! Oh nein. Oh nein, das habe ich genau gesehen. Es kommt, Leute, es kommt! Sackgasse, nein! Oh mein Gott, Leute, wo bin ich denn jetzt aufgewacht? Sag mal, ich werde hier auch gefühlt immer irgendwo hin transportiert. Auf einmal habe ich das Backrooms-Monster erwischt. Wo bin ich? Ich gehe mal hier runter. Ich glaube, hier unten ist irgendwas Cooles, was ich entdecken kann. Hier gerade in diesen Räumen. Oh, ganz viel Essen für mich. Ja, hier lässt es sich noch aushalten. Hier ein bisschen Schokolade. Oh, oh, hoppla. Ein bisschen Schokolade wollte ich gerade sagen. Oder hier nochmal ein bisschen was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich sollte es lieber sein lassen, dir die Sachen kaputt zu machen. Aber was haben wir denn hier in der Mensa? Pizza! Lasst mal ein Like auf dem Video da, Leute, wenn ihr auch Pizza mögt. Und schreibt mir bitte mal eure Lieblingspizza in die Kommentare rein. Ich bin mal gespannt, was ihr da so sagt. Warte mal, was ist das denn hier? Können wir was klicken? Was ist das überhaupt für ein Was war das für ein Geräusch hier hinten? Hier hinten irgendwo? Wow, eine riesige Minecraft-Welt. Guck mal. Hat sich die Welt gerade verändert? Da war doch eben gerade Lava, oder nicht? Oh Gott, Leute, was ist denn hier los? Wo bin ich hier gelandet? Ist das ein Creeper? Das sieht aus wie ein Creeper. Hallo, Mr. Creeper. Oh mein Gott. Hallo. Oh Gott, da kommt der genau auf mich zu. Hau ab, du Creeper. Nein, er ist raus. Oh, verdammt, Leute. Wo kommt denn da auf einmal der Creeper her? Kann man hier irgendwo an so einem Dings ziehen? Was ist das da? Nein. Ist das ein Zombie? Minecraft-Zombie. Oh Gott, komm mal da, wie ich ihn kaputt mache. Boom. Keine Chance hatte der. Und was ist... Ich höre was. Ich höre hier was. Hier vorne ist da irgendwo ein Creeper oder was. Ganz schön dunkel hier auch, sag mal. Also da ist irgendwie nichts mehr drin. Naja gut, aber hier vielleicht ja noch irgendwo. Hier gibt's also, wir sind anscheinend in irgendeiner Pig Room, also Schweineraum. Wir sind hier anscheinend in irgendeiner krassen Minecraft-Welt gefangen. Okay. Oh, das ist alles nur ein Traum. Ich hoffe mal, ja. Was geht's hier noch hin? Guck mal, hier ist sowas abgesperrt. Könnte sein, als würde man da rein können. Oder hier sind überall einfach nur Baustellen. Das kann natürlich auch sein. Ich gehe mal hier hoch. Alter. Hier werden, glaube ich, Experimente gemacht mit den ganzen Tieren. Deswegen, komm. Wir lassen die mal ganz kurz frei, die Schweine. Ihr seid frei, ihr Schweine. Hier auch nochmal. So. Was haben wir da? Da war ich schon. Und hier. Okay. Alter. Ich frage mich jetzt gerade, wo ist der Creeper, der hier eben noch war? Hier ist er auf jeden Fall nicht mehr. Ne, ne. Guck mal, der ist ja auch ausgebrochen. Und hier einfach so eine Diamanthake. Alter. Hier steht ja auch Achtung. Aber Zombie Room, den haben wir ja schon gesehen. Da war ja nur ein Zombie. Hä? Wie komme ich hier wieder raus, Leute? Sagt doch mal einer von euch. Ich habe eine Idee. Vielleicht hier. So, erstmal die Heizung kaputt machen. Vielleicht hier irgendwo. Kann ich hier noch irgendwas drücken? Hier. Oh Gott, der Feuerlöscher. Komme ich hier raus? Oh mein Gott. Das sieht sehr, sehr gut aus. Generatoren, Autos. Ich könnte mir hier ein Auto schnappen. Und jetzt schnell weg hier. Oh mein Gott, gefangen von den Backrooms. Und jetzt schnell raus hier. Ich glaube, ich bin hier für immer gefangen. Nein. Oh Gott, Leute, ich könnte noch ein anderes Auto nehmen. Aber wenn ihr wisst, wie ich hier rauskomme, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und jetzt seht ihr den ersten Teil, wo ich gegen Obunga gekämpft habe und auch zerstört habe. Viel Spaß. Guten Morgen. Boah, habe ich lang gepennt, Leute. Ich bin noch ganz verschlafen, ey. Auf jeden Fall guten Morgen, Leute. Was geht? Und was stehen denn hier die Leute am Automaten an? Hier gibt es auch einen Supermarkt in der Stadt, Leute. Wollt ihr euch da nichts mal zu essen holen? Und was geht, Peter? Was machst du so früh schon wachsamer? Willst du dich ja auch am Automaten anstellen oder was? Was geht, Alter? Du bist viel zu gut gelaunt. Wieso viel zu gut gelaunt? Ich bin immer gut drauf, Leute. Deswegen lasst mal ein Like und auch ein Abo. Oder was ist denn los? Wieso holen die Leute sich nicht einfach im Supermarkt was? Du hast immer noch kein Fernsehen geguckt, oder? Das böse Monster Obunga wurde freigelassen und zerstört die ganze Stadt. Obunga? Was soll das denn sein?
Alles klar. Oh, Bunker, davon habe ich ja noch nie gehört. Was soll das sein? Das ist ein Bild eines bösen Mannes, was einen verfolgt und einen töten möchte. Ich verrate dir, wie du es aufhalten kannst, wenn die Leute ein Like und auch ein Abo auf dem Kanal da lassen. Leute, liked jetzt mal sofort das Video und auch lasst auch ein Abo da. Ich bin gespannt, ja, dann haben die gemacht jetzt. Deswegen erzähl mal, wie kann man das Monster aufhalten? Wie sieht das aus? Wo finde ich das überhaupt? Du wirst wissen, was für ein Monster es ist, wenn du es siehst. Aufhalten kannst du es, indem du auf seiner Heimatinsel die ganzen Tanks kaputt machst. Auf seiner Heimatinsel die ganzen Tanks kaputt machen. Okay, und wo ist diese Heimatinsel? Finde ich das Monster dort? Mehr weiß ich leider nicht. Tut mir leid. Okay, krass. Ja, vielen Dank für die Info. Leute, wieso geht ihr nicht zum Supermarkt? Das hat er mir übrigens auch nicht beantwortet. Hier der Automat. Ist da irgendwas drinne? Oh, oh, oh. Okay, ich glaube, dem geht's gar nicht mehr gut. Der hat hier kein Essen mehr bekommen. Leute, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Die Stadt ist ja richtig im Wandel hier. Ist ja richtig im Aufbau. Guck mal hier, im Umbau. Hier auch, guck mal. Da steht auch noch einer an der Straße. Will der mit mir reden? Hä, da ist doch... Nee, die Spielekonsole. Jo, was wird denn da bei der Brücke gemacht? Nein, das sieht ein bisschen aus wie Sprengung. Wollen Sie die Brücke sprengen? Warte mal, sprengen, weil ich wissen, weiß hier Bescheid. Hallo, ich sehe gerade hier bei der Brücke, da ist Nitroglycerin angebracht. Wollen Sie die sprengen oder was? Wegen des bösen Monsters, oh Bunker, soll die Brücke gesprengt werden, dann kommt es nicht mehr rüber. Es ist nämlich gerade in der Stadt. Okay, krass, ja, dann helfe ich doch direkt mal mit. So, ich muss mal hier ganz kurz einmal das Gewehr raussuchen. Da haben wir es. Und zack und boom! Oh mein Gott, Leute, ich habe einfach gerade die Brücke gesprengt. Okay, das hat doch besser funktioniert, als ich dachte. So kann das Monster auf jeden Fall nicht mehr rüberkommen. Sehr gut, jetzt kann es nicht mehr rüberkommen. Ich habe aber gehört, auf der Stadtseite sind noch einige, die noch rüber wollten. Oh nein, habe ich jetzt den Weg versperrt? Oh Gott, Leute, war das vielleicht blöd? Hätte ich vielleicht auf die Polizei warten müssen, bis sie kommt und die das selber sprengt? Ich meine, ich habe jetzt hier einfach selber das entschieden, ob ich hier sprengen will oder nicht. Aber hier kommt auf jeden Fall das Monster nicht mehr rüber, würde ich sagen. Wobei, das kann natürlich hier noch rüberklappen. Okay, also das muss ich gleich auch noch sprengen. Aber für die Leute, die hier noch auf der anderen Inselseite sind, für die reicht das vielleicht noch. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass jetzt hier irgendwo aus der Ecke dieses Obonga-Monster kommt. Ich habe auf jeden Fall die Kanone ready, deswegen bin ich mal gespannt. Das sieht ja auch schon sehr evakuiert aus. Leute, Leute, geht auf die andere Seite, schnell! Das Obonga-Monster ist hier irgendwo. Okay, Leute, ich glaube, das sind das Pappenstöller gewesen, oder was? Die sahen auch, waren auch ganz schön dünn. Hier irgendwo. Da hinten steht noch einer. Da sind auch ganz viele. Ah, das ist von der Polizei, der eine da. Ah ja, okay, das heißt, der sagt denen gerade Bescheid. Da ist eine Garage, ja. Der Mann hier. Hallo, Sir, Sie müssen sofort auf die andere Seite, denn das böse Obunga-Monster, Sie haben es vielleicht gehört, das läuft hier irgendwo frei rum. Hä? Was ist dem denn gerade passiert? Der ist umgekippt. Hat er irgendwas gesehen? War hier gerade... Ich sehe dich hier irgendwo, Obunga-Monster. Ist das hier irgendwo, oder was? Ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt hier gleich rauskommt. Ich glaube, der hat es angeguckt und deswegen ist der umgekippt. Sir? Sind Sie doch wach? Das war's denn, Leute. Oh mein Gott. Ich glaube, der wurde entweder gebissen oder irgendwie hat er das Monster angeguckt. Ich weiß gar nicht genau, wie das aussieht. Hier irgendwo, Obunga-Monster. Guck mal, da ist so eine Oma, die ruft auf jeden Fall in der Telefonzelle nochmal an. Hallo, Omi, kann ich Ihnen helfen? Müssen Sie irgendwie noch auf die andere Straßenseite? Ja, ich bin aber einfach zerbrechlich und ich kann nicht mehr gehen. Ich brauche ein Auto. Ein Auto, okay, alles klar. Ich werde eins organisieren. Da sind noch mehr Leute, alles klar. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Monster jetzt jede Sekunde auftaucht. Hier geht aber irgendwas kaputt. Leute, ihr müsst alle auf die andere Seite. Ich wollte es nur mal sagen. Die sind ja noch überall. Oh mein Gott, was war das denn gerade? Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott, die Autos! Nein, das Monster, Leute, das Monster. Oh, was passiert mit mir? Wo bin ich? Oh mein Gott, Leute, auf einmal kam ich hier raus. Alter, jetzt habe ich auch gesehen, das war dieses Obunga-Monster, von dem ich geredet habe. Wie finde ich denn jetzt diese Insel von dem? Ich will nicht, dass das hier weiter die Stadt kaputt macht. Nettes Obunga-Monster. Guck mal, da unten spielt einfach welche auf so einem ganz schlecht gemalten Fußballplatz. Da ist ein Helikopter. Den brauche ich. Da ist die Brücke, die haben wir ja gesprengt. Okay, die Leute müssen sich selber retten, Leute, wenn überhaupt noch welche da sind von denen. Aber das Obunga-Monster, oh, boom, okay. Alles gut, das Obunga-Monster, ich habe ein bisschen Angst, dass es auftaucht. Ich muss irgendwie zum Helikopter kommen, bevor es mich nochmal erwischt. Gut, dass ich hier mitten in Stroh gefallen bin. Alles gut. Leute, ihr müsst sofort auf die andere Straßenseite, das Obunga-Monster. Ja, wie tut hier gerade ein Polizisten? Ja, na, nicht hier durchdrehen, Kollege. Leute, irgendwas stimmt mit den ganzen Leuten. Ich hab doch dieses böse Monster gesehen, wie das aussah. Das wollte mich ja gefühlt auffressen. Jetzt muss ich nur ganz schnell zum Helikopter kommen. Ja, ich glaube hier den Weg lang. Leute, ihr müsst auf die andere Brückenseite. Die wird gleich gesprengt, dann kommt ihr nicht mehr rüber. Andere Brückenseite, haben Sie verstanden? Oh mein Gott, ich muss den Helikopter finden. Leute, wir müssen dieses Monster aufhalten. Ich habe das Gefühl, dass es hier gleich schon wieder irgendwo ist. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, muss ich gestehen. So, ich gehe einfach, ich kürze mal hier ein bisschen ab. So, hier durch. Über den Spielplatz, alles klar. Nein. Jimmy! Du kleiner Jimmy! Oh Gott, du musst mit mir kommen, du musst mit mir kommen, dass du böse Obunga-Monster läuft. Okay, wir nehmen ihn mit, wir nehmen ihn mit. Jimmy, alles gut, ich rette dich nur. Wir können doch hier nicht einfach so ein Kind lassen auf dem Spielplatz. Wo ist jetzt der Helikopter gewesen? Guck mal, da bereitet sich so die Armee schon vor.
Was ist hier der Eingang? Wie komme ich jetzt da rein? Nein. Brett bauen, Brett bauen. So, Brett, Treppe. Okay, das könnte funktionieren. Jetzt muss ich nur noch eine andere Treppe bauen. Geht das auch? Geht auch. Oh mein Gott. Okay, Jimmy, komm, komm, komm. So, hier jetzt das Brett hoch. Oh Gott, geht das? Ja, das geht, das geht, das geht. Komm schon. Und hoch hier. Sehr gut. Okay, haben wir geschafft, Leute. Sehr, sehr wichtig. So, Jimmy, wie kann ich dir jetzt am besten mitnehmen? Am besten mit dem Kabel verbinde ich dich. So. Alles klar. Ich hoffe, ich habe es nicht im Boden festgemacht. Ich gehe rein in den Helikopter. Jimmy, halt dich auf jeden Fall gut fest da unten. Jimmy, pass doch auf da unten. Sag mal. Oh mein Gott. Jimmy ist auf jeden Fall am Start, Leute. Wo ist... Nein, ist das ein Bunga-Monster. Seht ihr es? Da. Es zerstört die Leute. Es greift die ganze Stadt an, Leute. Da, seht ihr es? Ich schieße auf es. Ich schieße auf es. Du blödes Obunga-Monster. Guck mal, das macht einfach das ganze Haus kaputt da unten. Oh mein Gott, was macht es? Was macht es? Wo ist es? Wo ist es? Ich lande hier oben drauf. Ich lande hier oben drauf. Guck mal, da steht sogar Hilfe oben drauf. Da ist es genau unter mir. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, so ganz klein. Leute, wir müssen irgendwo jetzt die Insel finden. Aber wo? In welche Richtung am besten fliegen? Das ist ja genau die Frage. Vielleicht ja. Da ist es. Ey, der hat sogar gerade die ganzen Autos weggeschleudert. Guck mal, da ist so ein Rennwagen. Oh mein Gott, ich kann die Leute nicht einfach so allein lassen, Leute. Wir müssen denen irgendwie noch helfen. Jimmy, ich gehe hier mal ganz kurz runter. Ich muss nämlich... Oh mein Gott, da den Kran. Alter, nicht auf die Schule. Nicht auf die Schule da jetzt. Das macht man nicht. Was ist das für ein Monster, Leute? Oh Gott, ich schieße die Raketen irgendwo hin. Völlig falsch, dass wir in die Häuser kaputt gehen. Oh Gott, Jimmy, halt dich gut fest da unten, okay? Ich muss mich kurz landen. Ich muss mich kurz landen. Warte. Zack. Okay, alles gut. Jimmy, der halte ich mal ganz kurz fest. Wo ist das Monster? Wo ist das Monster, hä? Ist doch hier irgendwo. Oh! Hoch wieder, hoch wieder. Oh mein Gott, das war knapp. Wo ist das Obunga-Monster jetzt? Ich muss irgendwie hier... Da ist es. Ihr seht es. Oh mein Gott, wie es mich anguckt. Wie es mich anguckt. Habt ihr es gerade gesehen, wie gruselig es aussah? Okay, warte mal. Ich hatte doch hier irgendwo ein Gewehr. Warte mal. Hier irgendwo. Da. Komm doch raus, Obunga-Monster. Komm doch raus. Wo ist es jetzt? Soll ich abschießen? Obunga-Monster. Alles gut, alles schön. Ich gehe mal hier rüber. Nee, Leute, ich find's nicht. Ich muss irgendwie... Da ist es. Bam! Bam! Wieso bringt das nichts? Oh mein Gott. Du willst mir sagen, das Monster hält einfach Kugeln auf? Okay, ihr habt recht, der eine hat ja gesagt, wir müssen auf der einen Insel einfach die ganzen Kanister zerstören. Aber ich habe auch nicht, frage mich auch, was er damit meint, die Kanister. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier nochmal, komm schon. Nee, okay. Das bringt nichts, Leute. Wir müssen die Kanister finden. Wir müssen diese Insel finden. Ah gut, ich fliege einfach mal hier übers Wasser. Vielleicht kommt die ja dann irgendwann. Alles klar, vielen Dank fürs Landen. Ich gehe raus, ich gehe raus. Leute, oh mein Gott. Einfach der Helikopter, der hier gelandet ist. Ich habe einfach Jimmy abgegeben auf so einer Seenotrettung-Insel, weil ich glaube, auf einer Insel ist man sowieso am sichersten. Und der Typ, der dort gearbeitet hat, das ist der hier. Der hat mir erzählt, das hier soll die Insel von Obunga sein. Und wir sollen hier angeblich 28 solcher Kanister zerstören. Ich bin sehr gespannt, ob es wirklich 28 sind. So, das war auch schon mal Kanister Nummer 1 von 28. Ich bin gespannt, ob wir hier wirklich alle finden werden, Leute. Wir müssen wirklich genau die Augen aufhalten, dass wir hier bloß alle finden. Ihr seht schon unten links, kommt so ein Code angezeigt. Angeblich soll irgendwie ab dem 15. Kanister Obunga kommen, ne? So, oh mein Gott. 3, 4. Okay, 4 Kanister haben wir jetzt schon mal. Wie viele gibt es hier noch? 4 Kanister haben wir. Okay, da oben. Seht ihr das? 4 Kanister. Okay, warte mal. Oh mein Gott. Ich schieße hier lieber mal eine andere Kanone. Nicht, dass hier irgendwas noch passiert. Hier mit der Drohne könnte ich auch rumfliegen und rumgucken. 4 Kanister haben wir. Oh Gott, die geht auch nicht mehr richtig, die Gun. Dann nehmen wir lieber nochmal was anderes. So, nehmen wir das Gewehr hier. So, zack. Und bam. 5, 6. Okay, 6 Kanister haben wir. Ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott, hier, wie viele sind das? Sind ja 4 Stück hintereinander, oder was? Oh mein Gott, Leute, ich habe ein bisschen Angst. 7, 8, 9, 10, 4, 12 oder so. Wie viel haben wir denn jetzt? 12 Kanister oder so? Kann sein, ne? 12 Kanister haut hin. Ich glaube, auf 15 Kanistern kommt dieses böse Obunga-Monster. Mal gucken. So, hier nochmal hoch. Da ist einer. Ja, da ist einer. So, 13. Wo ist noch einer? Hier oben. Oh mein Gott, hier einfach drauf. 14. Oh nein. Ihr wisst, was das jetzt heißt. 15! Jetzt muss das Monster irgendwo sein. Passiert irgendwas? Nö, nö. Alles gut. Noch ist es nicht da. Okay, dann mache ich hier halt noch einen kaputt. So, zack, 16. Und hier noch irgendwo einen übersehen. Es kann sein, dass die überall versteckt sind, ne? 16 Kanister haben wir jetzt schon. Hier nicht runter, wieder hoch, wieder hoch. 16 Kanister einfach schon, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass das Monster gleich kommt. Oh, hier oben, 16, 17, 18, 19. Oh mein Gott, Leute. Wie viele habe ich jetzt schon? Ist hier irgendwo noch einer nach draußen? Oh mein Gott, Leute! Hier ist gerade irgendwas passiert. Was war das denn? Hä? Auf einmal gerade explodiert, oder was? Alter, auf einmal ist der Turm hier explodiert. Wieso auch immer. Da ist das Obunga-Monster! Oh mein Gott. Guckt ihr euch an. Guckt, wie ihr mich anguckt. Guckt, wie ihr mich anguckt.
Oh nein, ist mein Helikopter noch da? Das Wetter hat sich auch geändert, oder? Ich hätte damit aufhören sollen, Leute. Okay, wir haben aber fast alle. Wir haben fast alle Kanister, deswegen alles gut. Wo könnten noch mehr sein? Wieso hat er vor allem auch hier auf mich geschossen? Guck mal, hier oben drin ist hier noch. War hier noch welche? Hier ist noch einer. Okay. Wie viele sind wir? Haben wir jetzt 18 oder so? Boah, keine Ahnung. Das ist auch noch einer. Warte mal. 18 Kanister oder sowas haben wir da jetzt bestimmt schon. Warte mal. Dann hier Pistole. So. 18, 19. Haut das hin? 19 Kanister? Keine Ahnung. Ich gehe mal hier rüber. Haben wir hier auch noch welche in diesem Gebäude drin? 19? Ja, 20. Sehr wichtig. Du blödes Bunkermonster. Du haust ab. Wo ist der Helikopter? Nein. Macht mir Spaß jetzt. 19 haben wir. Oder 20 jetzt? Ich weiß nicht mehr. Leute, ich vergesse vielleicht mal die Kommentare, wenn ihr mitgezählt habt. Oh Gott. 21, 22, 23. Zählt das? Das ist hier irgendwo. Das kommt. Es passiert was. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Oh mein Gott. Ich mach den ganzen Turm kaputt. Wie viel hatte ich jetzt? 23 oder so? 23 könnte Sinn machen, ne? Da ist auch noch einer. Oh Gott. Hier. Komm, explodier doch. Ich treffe ihn nicht. Bin zu schlecht. Da, 24. Oh mein Gott, wie das ganze Haus abbrennt. Ich geh mal ganz hier hoch. 24, 25, 26, 27. Wie viel gibt es? 28? Oh mein Gott. 29. Okay, sehr wichtig. Hätte ich nicht nur 28 Stück gebraucht? Jetzt habe ich schon 29, glaube ich, oder weniger oder mehr. Ich weiß es nicht. 29, gibt es hier noch mehr? Ich muss im Gewehr mal ein bisschen rumgucken. 29. Da ist noch einer. Warte mal. Zack, 30. Da ist auch noch einer. 31. Da! Oh mein Gott, als würde ich es wissen. 32! 32 Kanister! Jetzt ist das Bonga-Monster hoffentlich weg. Ja, okay, ich glaube, ich habe... Oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich habe es einfach aufgehalten. Ich glaube, ich habe das böse Monster einfach besiegt, Leute. Wie krass! Okay, alles gut. Oh mein Gott, weg, 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 weg! Wo ist der Helikopter? Da kommt es, Leute! Ich muss mich in Sicherheit bringen! Wo ist der Heli? Wo ist der Rest vom Heli? Oh, Leute, es kommt! Nein, hoch mit dem Jetpack! Oh mein Gott, es kann nicht schwimmen! Es kann nicht schwimmen! Ich muss hier wegkommen irgendwie. Wie komme ich jetzt hier von diesem... Da, wie es mich anguckt. Wie es mich anguckt. Es kommt, Leute. Ah, oh Gott. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Leute. Ich muss weglaufen. Ich habe wirklich Angst vor diesem großen Monster. Das sieht doch so gruselig aus. Hau ab, du Bunker. Ich dachte, ich hätte... Der fehlt noch. Bam. Jawohl, Leute. Und damit habe ich es weggehauen. Guckt euch die Insel an. Das Monster wurde in die Flucht geschlagen. Alter, wie gruselig war das einfach. Wir haben alle Kanister gefunden. Leute, sehr, sehr gut Monster aufgehalten. Lasst ein Like und auch in eurer Welt. Zeigt mal wieder uns bei Zuschauern. Und zudem mal checken, eins von diesen Videos aus. Folgt mir auch gerne bei Instagram für Stories aus meinem Leben. Oder wenn ihr mir schreiben wollt, ich antworte da jedem. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.